Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute befinden wir uns auf der Golden Map. Hier steht leider gar nichts drin, weder Bilder noch irgendein Textabschnitt. Ja, ein paar Fahrzeuge, beziehungsweise einiges an Fahrzeugen haben wir am Anfang schon. Ja, Felder haben wir mehrere für uns. Und zwar haben wir da 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 25 und 30. Am Anfang hatten wir ja nur 15 und 16. Oder überhaupt nur 16, weiß ich jetzt glaube ich gar nicht. Ah ja, jedenfalls haben wir einiges an Fahrzeugen. Ja, dann fahren wir einfach mal durch die Gegend. Schon so auf den ersten Blick hat sich eigentlich nicht viel was geändert. Da hinten, das Feld ist jetzt zusammen. Jo. Fahren wir mal ein Stückchen spazieren. So, hier sieht es auch nicht viel anders aus. Hier ist eine Tankstelle. Das ist, glaube ich, neu. Soweit ich das beurteilen kann. So, fahr. So. Was hat sich hier noch geändert? Da links unten haben wir noch etwas. Die Halle hier gehört zur Standard. Jo, also ich kann jetzt nicht viel erkennen, was da neu sein soll. Wie gesagt, die Felder sind ein bisschen anders angeordnet. Gartencenter, glaube ich, gibt's so viel ich weiß. So. Schauen wir da mal in eine Richtung, da wieder rauf auf die andere Seite. Dann gehen wir mal schauen. Irgendwo muss dieses Gartencenter ja sein. Beziehungsweise ich glaube, wir können zu den anderen Traktoren wechseln. Nee, zu denen wollte ich nicht. Ja, genau, das ist hier ein Feld. Hier haben wir sogar zwei Mähdrescher, 3 Mähdrescher. 4 Mähdrescher ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, und, ach so, ja, klar. Futtermischwagen. Genau, hier haben wir unsere Kuhweide. Zeige ich das lieber, glaube ich, ein bisschen. Hier haben wir mehr so Unterschlüpfe, so. Ja. Das sehen wir jetzt nicht so gut. Das ist der Hof. Ich weiß, irgendwo haben wir noch einen Traktor. Ist das der hier? Nö, das ist der nicht. Der stand vermutlich hier schon da. Hier ist eben die Kuhweide. Also wir haben jede Menge an Fahrzeugen. Hier nochmals. Genau hier. Hier ist unser Gartencenter. Nochmal Gülle hier. Also hier sind wir wieder auf der Seite. Ja, ansonsten hat sich leider nicht viel getan, so wie ich das sehe und beurteilen kann. Schauen wir mal in die Lok rein, was die so spricht. Error. Error, Error, Error. Noch ein paar Errors, noch ein paar Errors. Ja, das gehört halt noch angepasst. Und dann würde ich sagen, war's das mit der Mod-Vorstellung. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten. Macht's gut, tschüss.